geht's wieder hinein in einen Bunker. Kaum zugänglich, aber ein Eingang entdeckt. Jetzt geht's los. Also gut, wir sind drin im Bunker. Wie man sieht, besteht dieser nur aus einem Raum. Die Größe dieses Raums entspricht ca. 4 bis 5 Meter mit einer Raumhöhe von 3 Metern und einer Breite von ungefähr 2 Meter bis 2,50 Meter. Wie man hier deutlich sieht, der Eingang ist fast unzugänglich. Man sieht jedoch noch einen Hebel an der Wand, Türscharniere und eine Bogendecke. Gut, man sieht unter anderem auch noch, dass dieser mal verschlossen war an dem Ziegelstein. Und man sieht auch noch einen Teil eines Bunkerofens. Zumindest das Rohr. Es könnte natürlich auch eine Lüftung gewesen sein. Dies halte ich aber für unwahrscheinlich. Ich würde eher sagen, dass dies für die Sauerstoffzufuhr war. Ja. Das ist halt mal was anderes. Jetzt diesen Bunker auch gleich wieder. Oder lasst doch gleich ein Abo da.